Ja, liebe Möllnerinnen und Möllner, zum Ende des Jahres möchte ich Sie nochmal wieder über einige aktuelle Themen informieren. Insbesondere natürlich auch über die Corona-Pandemie, die das alles bestimmende Thema unserer Tage bleibt. Leider ist es ungewiss, wie lange wir noch damit zu tun haben werden. Nicht zuletzt durch das Entstehen neuer Mutationen. Insofern gibt es zu einer möglichst umfassenden und zeitnahen Impfung aller Bürgerinnen und Bürger keine vernünftige Alternative. Die Stadt hat deshalb im Oktober 2 Impfaktionen mit mobilen Impfteams im Stadthaus durchgeführt. Und dabei wurden jeweils mehrere hundert Menschen geimpft. Zwischenzeitlich hat auch die Impfstation in Altmölln wieder ihren Betrieb aufgenommen. Im Stadthaus und bei den öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien gilt die 3G-Regelung und die üblichen Hygieneregeln, das heißt Maske tragen, Abstand halten und so weiter. Hiervon ausgenommen ist lediglich das Bürgerservicebüro. Die Auswirkungen für die Schulen, für die Kitas, für den Einzelhandel, für die Gastronomie, die Beherbergungsbetriebe, die Kulturbranche und viele andere Bereiche sind gravierend. Deshalb sollten wir auch versuchen, die Betroffenen so gut es irgend geht und wie es uns möglich ist, zu unterstützen, zum Beispiel auch bei unseren Weihnachtseinkäufen. Bei aller Frustration über die monatelangen Einschränkungen und die Irrungen und Wirrungen, sage ich mal, der Politik in der Bekämpfung der Pandemie in den letzten Monaten muss jedoch berücksichtigt werden, dass es eine solche Infektionswelle mit derart gravierenden Auswirkungen bis hin zum möglichen Kollaps des Gesundheitswesens, des Medizinbetriebes eigentlich ein historisches Ausmaß hat und dabei nahezu zwangsläufig auch Fehler gemacht werden. Wir sollten uns aber auch immer vor Augen halten, dass es ein großer Vorteil, eigentlich ein großes Glück ist, so schnell über hochwirksame Impfstoffe zu verfügen, die wir nun aber dann auch wirklich alle nutzen sollten. Andernfalls werden die Auswirkungen und die Einschränkungen noch länger dauern und gravierender ausfallen, als sie ohnehin schon sind. Insofern möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich an alle Unentschlossenen appellieren, sich so bald wie möglich gegen Corona impfen zu lassen. Nur auf diesem Wege haben wir eine wirkliche Chance, unsere Freiheiten zurückzugewinnen. Ja, in den letzten Monaten ist sehr intensiv über die notwendigen Schulsanierungen in den zuständigen Gremien der Stadt diskutiert worden, die finanziellen Kapazitäten der Stadt in den nächsten Jahren erheblich strapazieren werden. Erfreulicherweise haben sich die politischen Entscheidungsträger zwischenzeitlich dafür entschieden, für alle Schulen eine Machbarkeitsstudie, heißt es, und ein pädagogisches Raumprogramm erstellen zu lassen. Auf dieser Grundlage sollen dann weitere Schritte abgestimmt und beschlossen werden. Ausgenommen hiervon ist lediglich das Marion-Dönhoff-Gymnasium, wo zurzeit nur eine Dachsanierung in der Größenordnung von ca. 800.000 Euro ansteht. Nach wie vor Bestand hat der politische Beschluss, mit der Sanierung der Tannex-Schule beginnen zu wollen. Insbesondere aber an der Gemeinschaftsschule hier hinter mir zeichnet sich ab, dass in verschiedenen Bereichen akuter Handlungsbedarf besteht. Diese Maßnahmen zum Beispiel im Bereich Brandschutz oder bei tragenden Bauteilen, die müssen vermutlich vorgezogen werden, wenn nicht der Betrieb der Schule oder die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler aufs Spiel gesetzt werden sollen. Ja, die Stadt muss in den nächsten Jahren erheblich auch in die Kapazitäten bei der außerschulischen Betreuung der Grundschulkinder, OGA nennen wir das ja in Mölln oder in Horten, investieren, da es am 01.01.2026 eine gesetzliche Anspruchsgrundlage dafür gibt, das Ganztagsförderungsgesetz. Und wir in Mölln ohnehin schon eine beträchtliche Warteliste auch für diese Kinder haben. Auch für unsere Kitas bestehen Wartelisten und schon seit einiger Zeit können wir deshalb leider keine Kinder mehr aus den umliegenden Gemeinden aufnehmen. Wir hoffen sehr, dass der schon seit längerem geplante Neubau des Pollein-Kindergartens in nächster Zeit nun endlich beginnen kann. Und wir sind guten Mutes, dass auch auf dem Gelände der Stadtwerke Mölln, die Mitte nächsten Jahres in das neue Headquarter der Vereinigten Stadtwerke ans Harmsdorfer Kreuz umziehen werden, dass dort
auf dem alten Stadtwerke-Gelände ein neuer Kindergarten errichtet werden kann. Die Vorgespräche hierfür laufen bereits seit einiger Zeit. Und wenn diese beiden Maßnahmen umgesetzt werden kann, dann hoffen wir doch sehr, dass der Bedarf zumindest zum größeren Teil an Kindergartenplätzen gedeckt werden kann. Circa 2-3 Jahre wird das allerdings noch brauchen. Im Übrigen leiden wir, wie viele andere Kommunen, auch unter den Auswirkungen der großen Kita-Reform der Landesregierung, die eine Qualitätsoffensive und eine finanzielle Entlastung der Eltern bringen sollte und wohl auch gebracht hat. Für uns Kommunen bedeutet sie im Wesentlichen aber erheblich mehr Bürokratie und vor allem auch mehr Kosten. In unserem Fall ca. 526.000 Euro pro Jahr. Ja, der Zeitplan für den Beginn der Baumaßnahmen in der Innenstadt hat sich zwischenzeitlich leider etwas verschoben. Die Maßnahmen für den ersten Bauabschnitt zwischen der Schäferstraße und der Waldstraße sollen nunmehr vom August 2022 bis Oktober 2023 erfolgen. Der zweite Bauabschnitt von der Waldstraße bis zum Bauhof inklusive, wo wir hier stehen, datiert jetzt vom Oktober 2023 bis November 2024. Und der dritte Bauabschnitt, hier die Hauptstraße Parksack, wie wir es immer nennen, soll vom November 2024 bis Ende Mai 2025 durchgeführt werden. Zeitgleich zum dritten Bauabschnitt ist die Sanierung des Teils der Hauptstraße von der Wassertorbrücke bis zur Schäferstraße vorgesehen. Während der Baumaßnahmen wird die Straße halbseitig gesperrt werden müssen, unter Umständen vorübergehend auch eine Vollsperrung erforderlich sein. Die Stadt wird während der gesamten Baumaßnahmen umfassend über die vorgesehene Maßnahmen informieren und hierzu auch ein Baustellenmarketing einrichten. Beim Stadtseeanleger wird nach dem Abriss des Bootshauses und der Stege gegenwärtig im Bauausschuss der Stadt Mölln intensiv über die Ausgestaltung des neuen Bootshauses diskutiert. Die ursprünglich vorgesehene Dachterrasse wird aus Kostengründen jetzt vermutlich durch eine ebenerdige Terrasse ersetzt. Und dadurch verschiebt sich leider auch der Zeitplan. Auch für den vorgesehenen Neubau von Cabas an der Seestraße können wir aktuell leider noch keinen Termin nennen. Das ist in privater Hand. Ja, neben der städtebaulichen Entwicklung der Innenstadt gibt es bekanntermaßen noch eine andere große und für die Stadt sehr bedeutsame Fläche, für deren Entwicklung schon seit geraumer Zeit entsprechende Fördermittel des Landes auch vorliegen und die nun, endlich möchte ich fast sagen, Fahrt aufnimmt, die städtebauliche Gesamtmaßnahme des Hafenbahnareals. Auch für diesen Bereich laufen schon seit einiger Zeit die entsprechenden Vorbereitungen und Planungen, aktuell gerade zum Beispiel für eine grüne Promenade. Insgesamt bieten sich für diesen Bereich erhebliche Potenziale für die städtebauliche Fortentwicklung, indem man sich, wie ich immer sage, viele schöne Projekte vorstellen kann und vielleicht auch vorstellen sollte. Von der Entstehung neuer Wohnungen, Dienstleistungsgewerbe, Gastronomie bis hin zu einem oder vielleicht sogar mehreren neuen Hotels, die wir so dringend hier in der Stadt benötigen würden. Hinzu kommt, dass hier im gegenüberliegenden Teil des Hafens, der bisher gewerblich genutzt wurde, momentan auch spannende Projekte stattfinden. Es geht um die Entwicklung eines neuen urbanen Gebietes, nicht mehr und nicht weniger. Dieses Areal, das schreit, wie ich immer sage, förmlich nach Entwicklung. Und wie es aussieht, besteht jetzt die konkrete Chance, dass auch diese Fläche hier endlich entwickelt werden kann. Es sind zwar noch einige eigentumsrechtliche und andere Fragen zu klären, aber die Chancen stehen wirklich gut, dass sich dort in den nächsten und den nachfolgenden Jahren gravierende Veränderungen ergeben werden, die das Stadtbild deutlich, deutlich zum Positiven verändern werden. Auch das dahinterliegende Areal der Holzhandlung, der ehemaligen Holzhandlung Michelsen, wird gerade überplant und im Bauausschuss sind hierfür schon im September diesen Jahres Konzepte vorgestellt worden von dem privaten Investor, die weitestgehend auf sehr große Zustimmung gestoßen sind. Hier sind unter anderem die Einrichtungen für altengerechte und betreutes Wohnen, Tagespflege, ein Hospiz, Ergotherapie und ähnliche Dinge vorgesehen. Ja, die Haushaltslage der Stadt Mölln ist, wie fast immer in den letzten Jahren, sehr angespannt. Der aktuelle Haushaltsplan für das Jahr 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 3,5 Millionen Euro vor. Weitgehende Einigkeit besteht bei den politischen Entscheidungsträgern darin, nach vielen Jahren mal wieder die
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer anzuheben. In welcher Höhe dies erfolgen soll, das ist gegenwärtig noch strittig. Hierüber wird abschließend dann die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 21.12.2021 entscheiden müssen. Der Forst- und Grünflächenausschuss der Stadt Mölln hat in den vergangenen Sitzungen mit großer Intensität und auch großer Leidenschaft über ein neues Waldkonzept diskutiert, das die Bewirtschaftungsgrundsätze für den Stadtwald Mölln festlegt. Dabei geht es um die Grundlagen für eine naturgemäße Waldbewirtschaftung. Zum Hintergrund: Der Wald dient bekanntlich vielen Zwecken, dem Klimaschutz, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als Wasserspeicher, aber auch als Erholungsort für Menschen, der Jagdausübung, der Gewinnung von Holz und vielem anderem mehr. Andererseits ist der Wald durch den Klimawandel hohem Stress und auch Veränderungen ausgesetzt. Und die Frage stellt sich, wie man darauf angemessen reagieren soll. Gefordert wird immer wieder eine naturnähere Bewirtschaftung des Waldes oder gar größere Bereiche komplett aus der Bewirtschaftung zu nehmen. Soll man auch ortsfremde Bäume aus anderen Kontinenten in unseren Wald einbringen, die möglicherweise den Klimawandel besser vertragen als die bislang hier sehr dominanten Baumarten wie Buche, Fichte und so weiter? Die Stadt Mölln versucht schon seit Jahrzehnten Antworten hierauf zu finden und eine naturnahe Waldbewirtschaftung vorzunehmen, aber auch natürlich die Natur- und Umweltbildung im Uhlenkolk nach Kräften zu mehren. Zudem ist beabsichtigt, den Erhalt der biologischen Vielfalt als eine wesentliche kommunale Aufgabe festzulegen und eine kommunale Biodiversitätsstrategie zu entwickeln. So heißt das. Ja, erhebliche politische Wogen hat im Jahr 2021 die Diskussion über die im September letzten Jahres schon aufgedeckten Schäden an einigen Baukörpern des Uhlenkolk ausgelöst. Nachdem bei Vorbereitungen für die Erweiterung des Uhlenkolks Auffälligkeiten und Schäden offenbar waren, hat die Verwaltung 2 Gutachten im Auftrag gegeben, bei denen erhebliche Bauschäden insbesondere im Bereich der Dächer und der Fassaden festgestellt wurden. Die Schadenshöhe beträgt nach aktuellem Stand ca. 450.000 Euro. Leider wurden die Schäden erst nach Ablauf sämtlicher Gewährleistungspflichten sichtbar. Daraufhin sind in den zuständigen städtischen Ausschüssen umfängliche Diskussionen über die Ursachen und die Verantwortlichkeiten für diese Schäden geführt worden. Den politischen Entscheidungsträgern wurde von der Verwaltung alle bestehenden Unterlagen zur Verfügung gestellt und 2 umfangreiche Berichte des Bürgermeisters vorgelegt. Aktuell werden auf Beschluss des Hauptausschusses auch noch 2 weitere Gutachten zur Statik und zur Bauphysik eingeholt. Danach wird dann mit der Sanierung begonnen, bevor dann wiederum im Anschluss die ursprünglich vorgesehenen Erweiterungen dann auch vorgenommen werden können. Ja, ich stehe hier auf dem Gelände vor dem Schießstand Waldhof auf Herrenland. Der Pachtvertrag mit der Kreisjägerschaft über die Nutzung dieses Schießstandes ist Ende September 2020 ausgelaufen und von der Stadt erst einmal nicht verlängert worden. Zwischenzeitlich sind von einem unabhängigen Unternehmen sehr aufwendige Bodenproben in Form von Bohrungen vorgenommen worden, in denen untersucht wurde, inwieweit die dort während des jahrzehntelangen Schießbetriebes abgelagerten Schwermetalle in den Boden eingedrungen sind und gegebenenfalls auch das Grundwasser gefährden können. Wir reden dabei allein über 60 bis 80 Tonnen Blei sowie 2 andere Schwermetalle, Antimon und Arsen, die dort auf dem Boden des Schießstandes und hier in unseren umliegenden städtischen Wäldern lagern und in den Boden eingedrungen sind. Nach Vorlage der Ergebnisse ist in Abstimmung zwischen der unteren und der oberen Naturschutzbehörde des Kreises und des Landes beschlossen worden, ergänzende Bohrungen vorzunehmen. Und dabei geht es um die Frage, ob eine Sanierung des Schießstandes erforderlich bzw. sinnvoll ist und vor allem, wer diese dann auch bezahlen soll. Für eine Sanierung steht ein Betrag von ca. 2 Millionen Euro im Raum. Die Jägerschaft möchte dort gern ihren Schießbetrieb fortsetzen und diesen hier auch modernisieren, aber nur unter der Bedingung, dass sie einen langfristigen Mietvertrag erhalten. Dann würden sie sich auch an den Sanierungskosten beteiligen.
Der Betrieb einer modernen Kugelschussanlage für den Schuss auf den laufenden Keiler, sagt man, der ist eigentlich unproblematisch, da eine solche Anlage gut isolierbar wäre. Sehr viel schwieriger ist der sogenannte Schrotschuss, da dieser hier in die Landschaft zielt und sich nicht gut kapseln lässt. Also viel Lärm verursachen und das meiste Material auch weiterhin in die Landschaft hier rieseln würde. Wenngleich künftig dann Weicheisen verwendet werden soll, statt der Bleimunition. Diese Frage muss jetzt weiter geklärt und dann in den politischen Beratungen auch geklärt werden abschließend. Ich stehe hier vor einer Wohnanlage, die die Stadt Mölln bzw. die städtische Wohnungsgesellschaft IWO im Jahr 2016 errichtet hat für die Unterbringung geflüchteter Menschen, die uns in großer Zahl damals erreicht haben. Und auch im Jahr 2021 bzw. 2022 wird wieder eine zunehmende Zahl von geflüchteten Menschen in unserer Stadt erwartet, insbesondere aus Afghanistan. Und schon heute ist die Stadt kaum noch in der Lage, diese Menschen adäquate Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Insbesondere auch für größere Familienverbände, die uns auch immer wieder erreichen. Der Wohnungsmarkt ist auch in Mölln zunehmend angespannt. Und insofern appelliere ich noch einmal sehr eindringlich an alle Hauseigentümerinnen der Stadt, für die Unterbringung dieser Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Stadt tritt als Mieter auf und haftet auch für eventuelle Schadensfälle. Wir sind dringend darauf angewiesen. Andernfalls steht erneut die Beschaffung von Wohncontainern im Raum, die sowohl teuer sind, als auch aus sozialen Gründen möglichst vermieden werden sollten. Ja, meine Damen und Herren, das waren einige der Themen, die in der Stadt Mölln in den vergangenen Monaten von Bedeutung waren. Zu Beginn des nächsten Jahres werden sicherlich die Ende Februar anstehende Bürgermeisterwahl und die Wahl zum Landtag Anfang Mai die politische Diskussion bestimmen. Corona bleibt leider absehbar ein Dauerthema, ebenso wie die Diskussion um die Schulsanierung und die Erweiterung der Kapazitäten für die Kindergärten und unsere offenen Ganztagsangebote. Und wenn die Baumaßnahmen in der Innenstadt beginnen, dann wird dies absehbar auch die Gemüter der Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sowie der Bürgerinnen und Bürger bewegen. Davon gehe ich gefestigt aus. Gleiches gilt, wenn von unserer Klimaschutzmanagerin Frau Vidal Mitte 2022 wird das erwartet, ein konkreter Maßnahmenplan für die Verbesserung unserer Klimabilanz vorgestellt wird. Persönlich werde ich alle diese Maßnahmen noch bis zum Ende meiner Amtszeit am 31. Mai 2022 begleiten. Zunächst wünsche ich Ihnen aber erst einmal trotz aller Corona-bedingten Widrigkeiten ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das neue Jahr, das uns hoffentlich unserem gewohnten Leben ein ganzes Stück wieder näher bringt. Vielen Dank.